Ja, Leute, seht ihr das? Hört ihr das? Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Kaibos Revenge. Endlich geht es weiter. Wir sind wieder bei einem Yu-Gi-Oh! Let's Play. Und wie ihr seht, spielen wir Kaibos Revenge. Und wir gehen mal direkt in den Deckaufbau. Ich habe mir ein paar Decks runtergeladen. Werde jetzt einfach eins importieren. Nehmen wir zum Beispiel Exodia, Import. Oh, nee, das Deck will nicht komplett. Das ist natürlich doof. Ach, wir spielen es einfach trotzdem, scheiß drauf. Ach so, das Deck muss zwischen 40 und 80 Karten haben. Da fehlen Karten, das ist natürlich doof. Ah, dann geht's mal ab ins ATK-Deck. Auch das wird, glaube ich, nichts. Na, wir versuchen es einfach mal. Auf was spielen wir denn hier? Final? Na dann. Let's go, start Duell-Modus. Machen wir erstmal. Ja, komm, Einzelduell. Wenn du noch ein Einzelduell schaffst, dann machen wir noch eins. Eine Sekunde lang zu glauben, du würdest gewinnen, ist reiner Selbstbetrug. Ja, ist klar, Kaiba. Wir machen dich fertig, Mann. So easy. Bam. Siehst du, Schere, Stein, Papier haben wir schon mal gewonnen. Aus die Musik episch. Oh yeah. So, du verdeckt. Du in Angriff und let's go. Your turn, Kaiba. Ich setze diese Karte verdeckt. Ja, kannst du gerne noch so oft machen, wie du willst. Das ist mir egal. Oh nein. Ich bin mit meinem Zug fertig. Das freut mich. Und ich fange dann nochmal an, Topf der Gier zu aktivieren. Du aktivierst also eine Zauberkarte. Genau, Kaiba. Tu ich. Oh, sehr schön. Und dann greifen wir einfach mal an. Ich aktiviere Angriffsverhalten. Oh nein, bitte nicht. Das ist jetzt aber sehr schlimm. Du bist dran. Ich finde, diese NPCs sind ein bisschen langweilig. Also, falls ihr Lust habt, gegen mich zu spielen, sagt es mir. Schreibt es in die Kommentare. Wir suchen uns einen Hamachi-Server, dann können wir gegeneinander spielen und dann seid ihr in diesem LP. Und, ja. Ich bestimme nicht, was ich mache. Du kannst nicht angreifen. Oh, shit. Okay, damit habe ich. Okay, ich muss jetzt zugeben, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber das ist mir sowas von egal. Was? Weil jetzt zerstöre ich sein verdecktes Monster. Bam. Und jetzt hat er nur noch ein 1500er stehen. Ich muss auch sagen, dieses Deck ist ziemlich mickrig. Auf was bin ich denn hier bitte aus? Ach, egal, wir machen mal ein bisschen Power hier. Ja, aktiviere ich, Kaiba. Battlephase. Und tschüss. Also, ihr könnt mir auch gerne Decks schicken. Also, if you want to see how I can get loose, you can send me a deck. No. Scherz. Nee, wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie ich mit euren Decks spiele, schickt mir einfach eure Decks. Und ja, ich werde sie ausprobieren. Ich scheue mich eigentlich vor nichts, was das angeht. Von daher, haut rein, zeigt mir, was ihr drauf habt, was ihr zusammengestellt habt und wie ich Kaiba in den Arsch treten kann. Apropos, diese Runde ist schon mal beendet, also machen wir noch ein Einzelduell. Weil so bringt das mal rein gar nichts. Aber diesmal natürlich wieder mit einem anderen Deck. Sonst ist es ja langweilig. Versuchst du doch wohl keine Wiederbelebung. Natürlich versuche ich das, Kaiba. Doch. Ich muss den kleinen Drachen hier. Was? So. Ich weiß, eigentlich hätten wir uns das ersparen können mit den anderen beiden Monstern, aber ich finde es epischer, wenn mein Feld ein bisschen voll ist. Tschüss, Kaiba. Nein, möchte ich nicht. Wir haben genug Replays, dadurch, dass es eine Aufnahme ist. Oh, Gaia Power, was für eine epische Karte. Nein, die interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Merk dir eins,
Nicht deine Duellierkünste sind der Grund für meine Niederlage. Du hattest einfach nur mehr Glück. Ja, komm, wer's glaubt, wird selig. Red kein Müll. Ja, Deckaufbau. Import. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Opfer. Opfer hört sich doch immer gut an. Na, fehlen mir wieder Karten? Ja, mir fehlen wieder Karten. Oh Mann, muss das sein? Wir machen es trotzdem anders. Wir werden einfach... was packen wir denn dazu? Ja, wir packen die Karte noch dazu. Packen dann noch Topf der Gier dazu. Und dann sind wir auch eigentlich schon soweit fertig. Mehr werden wir wohl kaum gebrauchen. Topf der Gier... Da. So. Export. Opfer. Export. Yep. Datei erfolgreich exportiert. Und dann machen wir noch eine Runde. Oh yeah. Duell. Ich finde diese Einleitmusik einfach nur episch. Wir wollen erst mal sehen, ob du es verdienst, Duellant genannt zu werden. Natürlich habe ich das verdient, Kaiber. Mehr als du. Mist. Trotzdem beginne ich. Bist du sicher, Kaiber? Oh mein Gott, direkt zwei Opfer aufgegebene auf der Hand. Jetzt echt. Muss das sein? Ja, fangen wir damit an. Und ich beende meinen Zug. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte. Oh, na ja, gut, das darfst du ruhig noch. Das darfst du ruhig noch. Kein Problem. Also diese Parts werden immer so circa 10 Minuten sein oder bei dem Match-Duell 15 Minuten, je nachdem wie lange es dauert. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Spiel wie ich. Und ihr könnt viel Einfluss nehmen. Wir können gegeneinander spielen. Ihr könnt auch einfach... Oh. Ihr könnt mir auch einfach eure Decks schicken oder Decks halt von anderen Leuten, die ich ausprobieren soll. Und ich werde es direkt tun, kein Problem. Dein Angriff hat den Effekt meines Monsters ausgelöst. Ja, Kaiba, weiß ich doch. Warum zerstörst du nicht das Monster, was noch angreifen kann? Diese KI, ne? Das ist... Oh. Schade, dass Yu-Gi-Oh! Online abgeschafft wurde. Yu-Gi-Oh! Online wurde jetzt geschlossen. Am 1.10. Das ist echt deprimierend. Wiederbelebung eines Dieners vom Friedhof. Ja, schön. Jetzt nimmst du mir meinen Djinn, oder was? Ich beschwöre meinen treuen Diener, den mystischen Djinn der Lampe. Das ist nicht dein treuer Diener, das ist meiner. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Was denkst du, wenn einer deiner Gefolgsleute in meine Dienste tritt? Tja, das wirst du gleich herausfinden. Ich aktiviere Seelentausch. Die Texte sind ja gar nicht mal so schlecht, ne? Das muss man nie mehr lassen. Aber nein, ich möchte immer noch keine Karte aktivieren. Diese Karte ist mein ganzer Stolz. Ich beschwöre meinen allmächtigen, blauäugigen, weißen Drachen. Oh my goodness! Oh, bitte nicht! Ach, what the fuck. Egal, kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich setze diese Karte für... Er kann ja zumindest in diesem Zug nicht angreifen. Ich bin mit meinem Zug fertig. Ja, erstmal Topf der Gier, hört sich gut an. Nein! Nein! Nicht meine Topf der... Shit. Egal, machen wir erstmal so. Du aktivierst also eine Zauberkarte. Oh, ich glaube, das Duell könnten wir sogar verlieren, ne? Battlephase. Nein. Oh, du verhinderst es nicht? Na dann. Let's go! Vielleicht können wir das doch noch gewinnen. Aber dieses Deck ist, glaube ich, so schwach, was ich hier ausgewählt habe. Ja, ist mir egal. Ich habe Bamuku. Was? Du machst mir keinen Schaden in dieser Runde. Also, let's go. Okay. Du aktivierst Haha, schwarzes Illusionsritual. Jupp. Jupp. Was? Aktiviere den Effekt.
Yep. Oh yeah. Oh yeah. Geil. Herz der Karten hat mir mal wieder geholfen. Ohne Witz. Ich ziehe die Karte, die ich brauche, genau im richtigen Augenblick. Ich bin mit meinem Zug fertig. Jetzt noch den kleinen und ich bin zufrieden? Na, was haben wir denn hier? Diese Motte kann nur eine Spezialbeschwörung, indem du kleine Motte... Nein. Ach Gott. Was für ein Bullshit. Na komm. Hanne. Dein Angriff hat den Effekt meines Monsters ausgelöst. Das ist ja cool, das ist ja toll. Es ist aus mit dir. Nein, nicht wirklich. Jetzt bist du nämlich dran und du hast noch nichts. Ich setze diese Karte verdeckt. Oh, das kann auch richtig spannend werden hier. Ich bin mit meinem Zug fertig. Ja komm, ich brauche ein Monster. Was ist das denn für ein Deck, bitte? Das ist ja ein Albtraum. Ah, scheußlich. Ich bin mit meinem Zug fertig. Naja, gut, komm. Du kannst diese Karte von der Hand als Ausrüstung auf eine offene, auf dem Spielfeld liegende kleine Mod zu spielen. Ach so, okay. Na dann, das habe ich noch nicht ganz kapiert, aber wenn mir das jemand erklären kann, sagt mir das bitte. Ich raff das nicht. Ich bin mit meinem Zug fertig. Das ist echt zu hoch für mich. Wie jetzt noch eins? Also das Duell kann sich noch eine Weile ziehen. Okay. Wenn ihr gerade genauso doof guckt wie ich, dann sagt mir das bitte. Ich bin mit meinem Zug fertig. Okay. Und ich kann immer noch nichts machen. Naja. Okay, zieht sich das Duell noch ein bisschen in die Länge. Habt ihr zumindest was zum Gucken? Aber ich weiß echt nicht, was ich in diesem Deck noch machen soll. Dein Glück hat dich verlassen. Ich beschwöre den Vollstrecker. Oh. Okay, das ist natürlich jetzt doof. Besonders, was soll ich denn dagegen machen? Ich kann dagegen nichts machen. Ich bin mit meinem Zug. Dieses Deck hat nicht so welche Karten, glaube ich. Müsste, sollte. Ach, die Karte bringt mir auch nichts. Ach komm, mach deinen Zug. Oh, ich will das Spiel nicht verlieren. Ich will nicht gegen diesen Typen verlieren. Das kann doch nicht wahr sein. Lass mich zumindest einen magischen Zylinder ziehen oder sowas. Ich setze diese Karte verdeckt. Oh. Ich bin mit meinem Zug. Komm schon. Na, sehr schön. Nochmal ein Ritual. Nein. Yep. Yep. Was? Yep. 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 Nein. Battlephase. Angriff. Nein. Sieg! Wir haben gewonnen! Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, aber wir schauen uns noch kurz an, welche Karte wir denn gewonnen haben. Ich sag schon mal bis dann. Ciao, adios und... Man sieht sich dann mal wieder. Merk dir eins. Nicht deine Duellierkünste sind der Grund für meine Niederlage. Du hattest einfach nur mehr Glück.